Hallo liebe Fabela IMAC Zuschauer, Fabian hier. Heute mit einem Test zu Defense Technica. Bei Defense Technica handelt es sich um einen neuen Tower Defense Titel von Publisher Come to Us. Come to Us trägt ziemlich dick auf mit dem Titel, verspricht man doch eine völlig neue Tower Defense Erfahrung. Ob das Spiel diese Erwartungen erfüllen kann, verrate ich euch am Ende des Tests. Defense Technica ist für iOS zum Einführungspreis von 89 Cent verfügbar. Android-User können den Titel derzeit kostenlos laden. Die Handlung von Defense Technica spielt in einer fernen Zukunft. Eure Aufgabe ist es, Raumstationen zu verteidigen. Hartnäckige und böswillige Aliens greifen euch ununterbrochen an und versuchen, den Kern eurer Raumstation zu vernichten. Eure Aufgabe ist es nun, diesen Kern in typischer Tower Defense Manier zu verteidigen. Das bedeutet, auf vorgegebenen Punkten entlang der Feindesrouten könnt ihr Türme errichten. Ein Tab auf den entsprechenden Verteidigungspunkt öffnet ein Menü mit verschiedenen zur Auswahl stehenden Türmen. Ein weiterer Tab lässt euch den entsprechenden Turm errichten. Ein Tab auf einen bereits errichteten Turm öffnet das Turmmenü, über welches man den Turm mit Verlust verkaufen oder upgraden kann. Das Errichten eines Turmes sowie das Upgraden eines Turmes kosten euch Energie. Neue Energie erhaltet ihr von besiegten Feinden und absolvierten Angriffswellen. Interessant ist, dass man neben klassischen Türmen sogenannte Blockadetürme errichten kann, mit denen man den Weg der Gegner beeinflussen kann. Ein Silberauge getauftes System gibt euch Empfehlungen, wie ihr die Route der Feinde am besten beeinflussen könnt. Allerdings ist der Einsatz von Silberauge nicht umsonst, sondern kostet Kristalle. Diese erhaltet ihr durch erfolgreich absolvierte Missionen oder natürlich per In-App-Kauf. Kristalle könnt ihr aber nicht nur für Silberauge einsetzen, sondern in einem Shop auch gegen Karten mit besonderen Fähigkeiten eintauschen. Mein Fazit. Defense Technica bietet rund 20 Missionen in drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden und auf Wunsch auch mit einem Endlosmodus. Leider steigt der Schwierigkeitsgrad relativ schnell an, sodass ihr fast gezwungen seid, Kristalle zu erwerben, um bestehen zu können. Das ist natürlich schade, denn Defense Technica ist ein durchaus gelungener Vertreter des Genres. Die Level machen Spaß und Grafik und Sound sind gut und verbreiten eine ansprechende Science-Fiction-Atmosphäre. Revolutionär ist Defense Technica allerdings nicht. Eine klare Empfehlung für das Spiel kann ich aufgrund des auf In-App-Käufe ausgerichteten Gameplays so nicht aussprechen. Wer auf Tower Defense Titel steht, sollte eher zum ebenfalls neu erschienenen Kingdom Rush Frontiers greifen. Das bietet einen besser ausbalancierten Schwierigkeitsgrad, welcher nicht derart auf In-App-Käufe ausgerichtet ist. Das war's von mir, danke fürs Zuschauen, euer Fabian.